Video sollte eigentlich heute kommen. Stattdessen habe ich mich jetzt dazu entschieden, erst einmal was zum Mega Beef auf S38 bzw. Äh, der deutschen Welt38 zu sagen. Manche haben es vielleicht mitbekommen, die selber aktiv auf dem Server spielen. Wir haben übrigens gestern Nacht oder heute die 35.000 Spielermarke geknackt. Überkrass! Wenn ihr noch mitspielen möchtet, in der Beschreibung ist der Link, könnt ihr euch gerne auf S38 einen Account erstellen und das Spiel mal ausprobieren. Ja, es gab nach einer Woche schon Beef auf dem Server. Prinzipiell würde ich sagen, dass man in einem Spiel, wo man kommunizieren kann äh, und sich gegenseitig Post schicken kann äh, und ähm, wo es irgendwo ein bisschen um Wettkampf geht, ja, gibt es auch irgendwo immer Beef. Ich habe es in WoW erlebt, wenn man in der Mythic. Äh, Gilde mitspielt, die sehr weit oben mitspielt, dann wird so viel gelästert zwischen anderen, also über andere Gilden und so. Das ist so unfassbar nervig und kindisch und furchtbar. Und das ist in vielen Spielen so, in denen es darum geht, zu zeigen, dass man den größten E-Penis hat. Und ja, auch hier ist es passiert. Und ich bin das Ziel geworden. Was ist genau passiert? Ein Spieler, den wir jetzt aus. Datenschutzgründen mal Pantico r nennen, hat äh, so wie er es schon mal auf einer anderen Welt gemacht hat, äh, auf Server 23 äh, oder auf Welt 23 ähm, ziemlich losgelegt. Ja, ist ziemlich abgegangen im Spiel, hat sich ziemlich gegönnt. Ähm, man kann in Checks and Fidget einen schnelleren Start hinlegen, wenn man halt ein paar mehr Pilze einsetzt. Das ist prinzipiell nicht so relevant für einen normalen Spieler, weil, ob ihr jetzt auf, äh, auf einer hohen Rangliste seid oder auf einer niedrigeren Rangliste, ihr habt dadurch keine direkten Nachteile im Spiel. Ähm, es gibt Spieler, die spielen mit 100 Alu täglich, also mit 100 Abenteuerlust, das ist dann komplett free to play und ohne Stress. Das ist dann wie so ein gemütliches Browser-Game nebenbei, wo man mal am Tag so 15 bis 30 Minuten am Tag in das Spiel investiert, einfach sich durch seine Mission klickt und langsam Fortschritt macht wer das Geld über und sich damit zum Beispiel Wartezeiten abkürzt, wie zum Beispiel hier in der Festung, wenn man jetzt ein Gebäude ausbaut, dann dauert das so einen Tag, zwei Tage, drei Tage, je nachdem wie weit das Gebäude ist und mit Pilzen kann man zum Beispiel diese Wartezeit überspringen, spart dann wieder ein bisschen was, ist zum Beispiel für einen Livestream oder für ein Video ganz praktisch, weil man dann halt mehr Content auf einmal zeigen kann. Ich sag mal, für den Durchschnittsspieler ist das halt eher so ein, gemütliches Browser-Game für nebenbei. Man schickt seine Leute los, baut eine Festung aus, zwei Tage später ist die Festung fertig, baut weiter dran rum und jeder kann sein Spiel so spielen, wie er möchte. Das ist auch alles insoweit kein Problem. Das Problem ging dann erst los, als ich mal gelivestreamt habe und ein bisschen Epic-Lack hatte. Ja, also wenn man hier zum Beispiel durch den Waffenladen durchblättert, kann man eine Chance haben auf ein Epic. Ich habe jetzt gerade nur zwölf Pilze, deswegen blätter ich jetzt nicht hier durch. Moment, ich zeige es euch kurz hier. Ich habe leider gerade keine äh Pilze, also leider nicht genug, dass ich jetzt hier dafür meinen, meinen letzten Pilz hier opfer, die hebe ich mir für Notfall auf. Diesen Livestream haben sehr viele Leute gesehen und ich hatte hier durchgeblättert, hast du halt irgendwann eine Chance, dass auch mal ein epischer Gegenstand kommt, der halt deutlich besser ist, ja? Und daraufhin, als ich diesen Livestream gemacht habe und ein bisschen Epic Glück hatte, gab es dann einen Forenbeitrag, einen Forenbeitrag vom User Unges Epic Event, ja? Und dieser User hat sich scheinbar auch nur für diesen Beitrag einen Account erstellt, der Unges Epic Event heißt. Also der User heißt Unges Epic Event und das, der Beitrag heißt Unges eigenes Epic Event. Ja, da, da ging es halt quasi los und er schreibt folgendes. Ich habe mal das Blätterverhalten von meinem Unge aus folgender livestream analysiert. Da hat er meinen Livestream verlinkt, den zeige ich euch gleich. Mir ist aufgefallen, dass die Drop-Chance für epische Gegenstände bei ihm um einiges höher ist als zu erwarten. Normalerweise liegt diese nämlich bei 1 zu 167, also durchschnittlich ein Epic auf 167 mal durch den Shop blättern. Ob das jetzt genauso stimmt, weiß ich nicht. Ich habe äh, hab da jetzt noch nichts zu gefunden, aber ähm, nehmen wir es mal so hin. Ist ja schon gut, ne? Ungar hat nun im besagten Abschnitt, ab Minute 82 im Livestream, insgesamt 10 Epics gefunden und hat dafür nur 558 Mal geblättert. Also erstmal Respekt an die Person, die wirklich alle meine Blätterklicks durchgezählt hat und dann. Hier diese Rechnung aufstellt und behauptet, mein Account wäre geriggt und ich würde mehr Epics bekommen. Jeder, der sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennt, würde wissen, dass man theoretisch, um es wirklich zu belegen, 10.000 Epics aus dem Shop blättern müsste und aus diesen 10.000 Epics einen Durchschnittswert errechnen müsste, wie oft man da geblättert hatte. Und wenn das hier wirklich der Durchschnittswert ist, also 1 zu 167, würde bei, würden bei 10.000 Epics auch ungefähr dieser Wert rauskommen, wenn das der Wert ist. Ich weiß es natürlich jetzt nicht, ne? So. Aber bei einem 10-Minuten-Ausschnitt aus dem Livestream, Sowas zu behaupten ist halt einfach nur. Ja, was soll ich dazu sagen? Man kann, halt mal, mal, man kann halt mal mehr Glück haben, man kann auch mal weniger Glück haben. Ne? Das ist halt Wahrscheinlichkeit und Glückssache. Gehen wir also von einer Wahrscheinlichkeit aus, bla, bla, bla erzählt jetzt halt, dass ich halt deutlich mehr Epics bekommen habe. So, jetzt wird's ernst, er schreibt dick hier. Meiner Meinung nach sagt dies zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass Unge ein privates Epic-Event bzw. eine erhöhte Drop-Chance auf Epics auf Server 38 trägt. Und dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,7656% zu bestätigen ist. So, und aus, diesem, aus, dieser also aus dieser Mutmaßung, die nicht stimmt, ich kann es euch schwören, ich schwöre euch, ja, ich habe nicht mehr Epics, ich habe keinen manipulierten Account, ich kriege nicht mehr Epics aus dem Shop. Es war einfach eine Glückssache. Ich zeige euch gleich den Ausschnitt. Aber aus dieser Vermutung gab es dann einen Shitstorm. Der User Panticore hat aufgehört zu spielen. Er hat dann gesagt, ja, das ist unfair. Das sind äh, unfaire Mittel und so und so weiter und so fort. Ja. die Leute von dieser Gilde, es gab sehr viele Leute von dieser Gilde, die mich total angegangen haben. Also sie haben mir Post geschrieben, was für ein Hu, ne? Ihr wisst schon Bescheid. So und jetzt haben sich dann noch zwei Leute von ähm, hier vom Staff gemeldet. Äh, hier Alexander schreibt, ich selber habe diese Woche außerhalb jedes Epic, äh, Epic Events bereits einfach so drei Epics gefunden. Möchtest du dazu deine Meinung äußern? Dann darfst du auch gerne nochmal holle Statement dazu lesen. Es wurde dann halt ein Statement abgegeben, das halt einfach nicht stimmt. Mein Account ist, hat keine Vorteile. Ich habe keine mehr Epics. Das ist ja. Dann kommt, dann kommt dazu die Tatsache, dass du hier einen Accountnamen erstellst, der einzige allein dazu dient, stumm zu verbreiten. Das hier ist auch keine Kritik, sondern nur überflüssige Quatsche mit dem Ziel, die Community hier aufzumischen. Ich würde das als Spam bezeichnen. So, sehe ich in diesem Fall wirklich ganz genauso. Dann schreibt noch der Internationale Community Manager, ein epic gewinn ist eine Servereinstellung, also alle oder keiner ist Fakt. Egal was manche Leute hier meinen. So, auf jeden Fall, ich zeige euch mal den Livestream-Ausschnitt. Äh, wo habe ich meinen Twitch? Hier. So, das ist der Livestream-Ausschnitt, um den es sich dreht. Ich schiebe mal meine Webcam ganz kurz dafür weg, damit ihr die Pilze besser sehen könnt, weil sonst müsst ihr extra mitzählen, das wäre umständlich so. Anhand der Pilze oben in der Ecke seht ihr, wie oft ich blätter, ja? Ich fange hier bei 1293 Pilzen an. Ihr könnt oben auf die Pilze achten, wie lange es dauert, bis das erste Epic kommt. ...laden ein bisschen, wir blättern mal ein bisschen durch, vielleicht kriegen wir ein Epic. Wir blättern mal, wir, wir bauen unsere letzten Pilze jetzt nochmal raus am Ende des Streams. Vielleicht kriegen wir ein Epic, wir schauen mal. Wir blättern jetzt mal, bis wir ein Epic hier finden. Vielleicht haben wir ein Glück und es ist ein richtig gutes Epic, weil wir haben ja über 10 Level jetzt, äh... Wir haben jetzt über 10 Level gut gemacht. Okay. Vielleicht können wir in der Taverne noch den Schlüssel finden, das wäre natürlich der Oberhammer. Wir ballern jetzt unsere letzten Pilze für. So, das waren jetzt schon 100, 100 Blätterklicks. Ja? Also, ich bin von 1290 auf 1190 jetzt schon runter. Also, richtig krass erhöhter Faktor bis zu dem Zeitpunkt. Gleich kommt ein Moment, wo ich wirklich lucky bin und mehrere Epics nacheinander blätter. Man kann nicht sagen, oh, da waren jetzt keine 160 Blätter dazwischen. Sondern es ist eine Wahrscheinlichkeit. Es kann sein, dass du dreimal nacheinander Epic bekommst. Es kann auch sein, dass du 300 Mal gar keins bekommst. Das ist mir alles schon passiert. So, ich habe zum Glück ganz viel von diesem Spiel aufgenommen. Ich zeige euch gleich noch meine Aufnahme, weil ich ja ein Zusammenschnittvideo machen wollte. Das, was ihr am Anfang gesehen habt, den Anfang davon. Das Video wird dann irgendwann diese Tage kommen. So, heute geht es erstmal um die Beschuldigungen. Bis Blättern hier raus. <laughs> Ey, unlucky. Okay, einmal gesockelte Handschuhe, die richtig geil sind. Erstmal, die Handschuhe sind nicht so geil, sind zwar ein Upgrade, aber sind alles Stats drauf, deswegen, ähm, ich hatte da noch nicht so den Mega-Durchblick. So, ich bin jetzt von, 100, äh, von 1293 auf 1169 habe ich mich durchblättert. Also ungefähr kommt das hin, äh, was der User da geschrieben hat mit der Wahrscheinlichkeit, mit so 1 zu 160 um, um den Dreh, kommt es ungefähr hin. Also beim ersten Mal jetzt, ja? Da müssen wir aber nochmal wieder einen Sockelstein mehr finden. Aber wenn ich jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hätte, die wirklich dauerhaft erhöht ist, müsste ich dann jetzt auch schon viel früher ein Epic bekommen haben. Beste Leben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Handschuhe verbessert. Glücksrat haben wir nicht mehr. So, und dann kamen jetzt vier Seiten später noch ein Epic. So, und das ist mega lucky, auf jeden Fall. Wenn kein Epic-Event ist, sowas ist normalerweise, das ist die Chance, die man im Epic-Event hat. So alle fünf bis zehn Seiten oder I don't know. Also auf jeden Fall fünffach höher als normal. Aber das war eine Ausnahme. Ihr habt ja gesehen, dass ich vorher 150 Seiten ungefähr geblättert habe ohne Epic. Und dann habe ich zweimal kurz nacheinander eins gehabt. So, das ist. Und aus diesem Grund. Aus diesem Grund rächen Leute ab. Oh, ein Gürtel, der ist. Alle Attribute. Der hat nur ein Attribut schlechter als unser Gürtel. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal eine Aufnahme. Jetzt zeige ich euch mal eine Aufnahme, die ich hier noch habe. Die ist so um die zwei Stunden lang. Und ungefähr bei einer Stunde 50 Sekunden habe ich auch angefangen, hier im Shop zu blättern, um ein paar Ausrüstungsgegenstände zu bekommen. So. Wenn man jetzt sagen würde, äh, bei diesem Stream hier, da war ich äh, Level 79 und alles, was danach kam, hätte, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass ich einen modifizierten Account habe, wo ich mehr Epics bekomme, alles, was nach 79 kommt, hätte ja Player schon wieder, wenn es so gewesen wäre, den Account umstellen können, weil die Vorwürfe ja da gewesen wären. So. Deswegen habe ich extra jetzt einen Ausschnitt genommen wo ich da drunter bin, wenn ich jetzt wirklich einen Account habe, in dem mir Epics kommen, dann gucken wir doch mal, das blättern hier an. Ach, jetzt habe ich nicht auf die Zahl geachtet. Sagen wir mal, es war 100, sagen wir mal 170, ja, äh, 770. So 770 Pilze, gucken wir mal, wie lange ich blätter. Und jetzt vergleiche ich gerade noch die Waffen, um zu gucken, okay, ja, was für eine Waffe bräuchte ich denn? Ich wollte unbedingt eine bessere Waffe haben, weil ich nicht weiterkam. So 770. Man hört mich noch im Hintergrund atmen. Ich habe einfach die ganze Zeit aufgenommen. ne? So, jetzt bin ich schon bei 680. 670. So, jetzt sind so 100, 100 Mal habe ich jetzt schon durchgeblättert. So, jetzt frage ich mich, wo mein Epic bleibt. Weil ich habe ja einen gerigten Account. So, jetzt bin ich schon bei 620. Jetzt bin ich schon bei 600. Das heißt, ich habe jetzt schon über 170 Mal geblättert. Obwohl man ja nur im Durchschnitt 160 Mal blättern müsste. Also ist mein Account jetzt aufgrund dieser Statistik, weil ich habe ja hier eine ganz deutliche Statistik gezeigt, ist mein Account jetzt benachteiligt? Boah, Player Games, mein Account ist benachteiligt. Könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Glück haben? So, jetzt habe ich schon 200 Mal geblättert, 200 Mal bis zu 75 und es ist noch kein Epic da gewesen. So, jetzt kommt eins. Nach 200 Mal Blättern kommt das erste Epic. Ungefähr nach 200 Mal, ein bisschen mehr als 200 Mal kommt das erste Epic. So. Und jetzt kommt das jetzt passiert das gleiche. Jetzt passiert das gleiche, was eben schon mal passiert ist. Und zwar, das nächste Epic bekomme ich jetzt relativ zügig in Folge. So, und was sagt uns das? Dass es eine Wahrscheinlichkeit ist und dass man davon bestimmt nicht in 10 Minuten ableiten kann, oh, er hat mehr Glück oder er hat weniger Glück. Zack. So. Das war wieder mega lucky, davor unlucky. So, Punkt Nummer 1, was sagt uns das? Bei einem glückbasierten Event, in dem es eine Chance gibt, von einer bestimmten prozentualen Anzahl, dass ein epischer Gegenstand kommt, kann es mal deutlich länger dauern und es kann mal deutlich kürzer dauern, da es eine Chance ist, ja. Das ist genau wie in WoW, ein Legendary zu bekommen. Manche Leute bekommen ihre zwei Legendaries am ersten Tag und manche Leute bekommen nach drei Wochen noch kein Legendary, so falls ihr WoW-Spieler seid. oder? Was weiß ich, oder wenn ihr CSGO-Spieler seid, manche Leute ziehen aus einem Booster-Pack ein übelst teures Knife für was weiß ich, wie viel Euro. Und manche Leute haben ihr ganzes Leben noch nie ein Knife aus einer Kiste gezogen, aus der Chest. So. Was sagt uns das? Dass manche Leute einen gerickten Account haben mit einem höheren Chance auf ein Messer und dass manche Leute einen schlechten Account haben? Nein, dass manche Leute einfach ein bisschen mehr Glück haben. In manchen Situationen, manche Leute vielleicht ein bisschen mehr Pech haben. Und sowas ist in. Allen Spielen, in dem irgendwas mit Wahrscheinlichkeit und Glück zu tun hat, könnt ihr das auf alles übertragen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, deswegen, und das Ganze nur, wegen ein paar Leuten auf dem Server, ja. Der Server über korrekt, über nice, und es sind über 35.000 Accounts erstellt worden auf dem Server, auf einem deutschen Server, was echt richtig cool ist und ich kriege so viele coole Nachrichten und es sind so viele coole Gilden da draußen. Und es ist so viel, es sind so viele coole Nachrichten aber auch eingegangen. Also natürlich, diese, ich sag mal, diese bösen Nachrichten. Mich persönlich stört das nicht, ja, aber ich fand es, ich fand überdreist, dass man Playa, also der Firma hinter Jackson Fidget, vorwirft, jo, ihr be bevorzugt einen Spieler und der hat einen besonderen Account, der kriegt mehr Epics und sowas. Und das hat mich so, das hat mich extrem gestört, weil es einfach nicht, das hat mich extrem gestört, weil es einfach nicht stimmt. Ja, was man über mich sagt, ist mir mittlerweile egal. Ihr wisst es. Ich habe, also spätestens nach dem Milches gift skandal bin ich der abgehärteste Mensch im Internet. Also glaubt mir, glaubt mir einfach, ich bin also was sowas angeht, mir ist mittlerweile so viel egal, ja. Aber, dass dann sowas unterstellt wird, dass dann Leute, äh, dann hört jemand zu spielen auf und dann sagen alle er hat aufgehört, weil Unge kriegt mehr Epics im Shop und so, das ist unfair und so kann man kein vernünftiges Spiel spielen. Und das ist halt, da bin ich einfach nur mad, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das nervt mich, das ist so, dass, so eine, dass solche Lügen verbreitet werden, das nervt mich halt einfach. So, hier zum Beispiel, das ist eine super coole Nachricht von Puckap, er schreibt... Hey, jetzt wird geschwitzt. Hey, hab das Spiel durch dich kennengelernt und jetzt wird ordentlich reingeschwitzt. Da ich heute erst angefangen habe, ja, jetzt gut was aufholen muss. Er ist Level 20, ja, und hat erst gestern angefangen, also heute ist der 27. Ich drehe das Video heute am selben Tag, wo es online kommt. am äh, 26. hat er mir geschrieben und es ist schon Level 20 innerhalb von einem Tag. Ich freue mich einfach, dass Leute Spaß haben, dass wir hier Spaß auf dem Server zusammen haben. Und natürlich gibt es immer ein paar schwarze Schafe und ein paar Leute, die immer irgendwie Stress machen wollen und das gute Klima kaputt machen wollen. Aber davon lassen wir es nicht unterkriegen. Ich wollte mit diesem Video einfach nur mal klarstellen, was meine Meinung zu dem Thema ist. Und es hat sich auch einer aus der Gilde hier, wenn ihr guckt, in der äh, Ehrenhalle, der Platz 2. Der mal der hat sich sogar vor ein paar Tagen entschuldigt. Und da in der Gilde sind halt so ein paar Spielerinnen gewesen, die sich gegenseitig ein bisschen angestachelt haben und gesagt: oh, das ist ja unfair, kriegt viel mehr Epic, schau in den Stream, das ist ja voll der Beweis, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Bruder. Und Päumal ist natürlich auch in der Gilde, habe ich erst ein bisschen dumm angemacht, aber hat mir dann jetzt vor ein paar Tagen geschrieben: Sorry für den Flame. Und ich muss sagen, davor habe ich großen Respekt, einen Fehler kann jeder mal machen. Aber sich dann persönlich mal melden, was die ganzen Leute, ja, und auch der liebe Pantico R nicht gemacht haben, was ich sehr schade finde, weil er war in meinem Chat, als ich gestreamt habe. Ähm, ich habe ihm Props gegeben, dass er so abgeht und so. Ich habe, ich hab nichts Negatives über ihn gesagt. Ich habe gesagt, krass, wie er sich reingönnt und alles. Und anstatt dass er einfach mal mich persönlich fragt oder einfach mal mit mir persönlich redet oder einfach mal das Gespräch sucht, nein, dann wird in die Beschreibung ein Dokument reingepackt, äh, wo dann drin steht, ja, ist alles rigged. Der hat einen äh, Account, der mehr Epics bekommt, whatever und also, sowas finde ich einfach nur schade, weil ich gegen niemanden, mit niemandem ein Problem hatte und das ist einfach nur traurig. Das finde ich einfach nur traurig. Und hier, Palmer zum Beispiel, muss ich mal Props geben. Er hat halt geschrieben: Hey, Servus, Simon, da es nun wieder ruhiger wird. Also schon ein paar Tage her, ne, dieser ganze Beef da. Äh, da es nun wieder ruhiger wird und ich auch eingesehen habe, dass der ganze Flame und Hate unberechtigt war, möchte ich mich bei dir hiermit entschuldigen. Das Ganze war falsch und ich hätte auch einfach nicht sein müssen sind ja schließlich alle wachsen, wünsche dir bzw. allen noch viel Spaß auf diesem Server, lass krachen. So, das ist der Platz 2 Spieler auf dem Server. So, und er hat die Eier, äh, sich zu entschuldigen, was viele Leute, die rumgehatet haben, nicht haben. Und deswegen... Ich bin von vielen Leuten einfach nur enttäuscht. Aber wisst ihr was? Wir machen uns eine geile Zeit hier auf dem Server. Wenn ihr da zustoßen möchtet, kommt gerne auf den Server. Ich habe in der Beschreibung den Link gepackt. Kommt gerne auf den Server, zockt gerne mit. Das ist ein rein deutscher Server. Wenn ihr Bock habt, kommt mit auf den Server. Man kann das Spiel komplett kostenlos spielen. Man muss kein Geld in das Spiel investieren. Man kann es einfach gemütlich nebenher dateln. Und ich muss sagen, mir macht das Spiel unfassbar viel Spaß. Ich habe auch eigenes Geld in das Spiel reingesteckt, sonst hätte ich zum Beispiel dieses Achievement nicht. Dieses ist hier zum Beispiel äh, hier Charakter. Äh, es gibt hier ein Achievement und das Achievement heißt Hilster. Und beim Pilzdealer Pilze kaufen. Das schief und kriegt man nicht. Also ich habe am Anfang halt eine Starthilfe bekommen vom Player. Ich habe ein paar Pilze äh, von denen so bekommen, mein Account und habe mir dann aber später auch noch mehr Pilze selber geholt, weil ich muss sagen, ich finde das Spiel sehr geil. Ich wollte auch mit vorne mitmischen, aber es soll sich niemand dazu gedrängt fühlen, ähm, da mitzumischen. Ja, es kommen Spieler komplett kostenlos im Spiel aus, es kommen Spieler mit 5 Euro im Monat aus. Und wenn man sagt, ey, das Spiel macht mir Spaß, das ist mein Hobby, ich möchte da mehr Geld reinstecken, Monta hat 30.000 Euro in FIFA reingesteckt. Jeder soll machen, was er will, aber passt einfach auf euer Geld auf. Egal wo ihr seid. Ich habe in Fortnite zum Beispiel ziemlich viel Geld für Skins ausgegeben. Ich habe in vielen Spielen schon Geld ausgegeben. Deswegen ich sage euch das als Tipp einfach fürs Leben. Wenn ihr irgendwo ein Spiel spielt, wo man Geld ausgeben kann, dann seid immer vorsichtig und haltet immer euer Budget im Auge. So. Und ja, das finde ich, find ich einfach nur cool, wie gesagt, vom Platz-2-Spieler ähm, auf dem Server, sowas dann zu lesen. Ich habe dann auch hier geschrieben: äh, einer musste scheinbar den Prellbox spielen, aber super, dass du es. Ach, so, warte mal. Ach, man kann meine. Nachricht gar nicht lesen, die ich gesendet habe. Schade. Ich habe ihm, hab ihm geschrieben, ähm, äh, es ist kein Problem, ist nicht der Rede wert, also ich bin nicht nachtragend. So, und, ähm, da ja, hat er geschrieben, ja, einer musste halt den box spielen, also einer musste sozusagen so ein bisschen hier gehatet werden. Ich bin halt eine gute Angriffsfläche, so, weil ich bin halt äh, auch YouTuber und sowas und ist mir scheißegal. So, ich hoffe, ich konnte meine Sicht auf das Ganze damit, ähm, euch mitteilen, euch erzählen und ich bin morgen um 20 Uhr live mit Ungeklickt, mit Mimi zusammen und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Abend und wir sehen uns die Tage auf jeden und das Video, was eigentlich kommen sollte, den Zusammenschnitt Road to 200, das werde ich dann nochmal überarbeiten und das wird dann die Tage irgendwann kommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, Ab jetzt B frei auf Welt 38. Wäre schön, wenn ich euch da sehen würde. Vielleicht schaffen wir auch die 40.000 Spiele auf dem Server. Das wäre natürlich ultra krass. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wie gesagt, ciao.